Ja, willkommen zurück zu unserer Not-So-Berry-Challenge bei unserer Familie Price. Die Mindy und der Cooper sind schon wach. Genauso wie die Hunde. Die ganze Familie ist eigentlich wach. Wundert euch nicht, wieso es hier aussieht, wie Sau. Unser Wäscheding ist voll. Der Trevor macht gerade ein bisschen Frühstück, während die Mindy sich um den kleinen Sohn kümmert. Und ja, es gab Neuigkeiten. Ich werde dir ein paar Bilder jetzt hier einblenden. Die Minty wurde von den Aliens entführt. Ja. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, vor meinem Urlaub, jetzt ist es aktuell nach meinem Urlaub, dass ich so eine Vermutung habe, dass die Minty schwanger ist. Denn die durften ja in der letzten Folge, meine ich, auch ein Techtelmechtel machen. Und das hat scheint gefruchtet. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob wir da heute was rausfinden. Denn wenn wir auf die Toilette gehen, sehen wir da, dass sie sich übergeben kann. Sie kann sogar noch einen Schwangerschaftstest machen. Deshalb bin ich echt gespannt. Und ja, in der letzten Folge, was eigentlich das Hauptthema war, wir haben die Mutterpflanze bekämpft. Strangerville ist befreit, die Pflanzen gehen langsam zurück und die Leute sind wieder normal, der Himmel ist wunderschön, wieder normal, keine komischen Wolken und ich bin einfach so happy, dass wir das geschafft haben mit unseren Freunden. Die Mindy muss bald arbeiten, der Trevor hat heute noch frei, der ist ja ein bisschen kokett und alles, so süße. Ja, die Mindy hat hier irgendwie ungleiche Freundschaftsbilanz, die ist irgendwie ein bisschen aufgebracht wegen dem Freundschaftsgedöns. Ich kann es mir nicht so genau erklären. Ich vermute mal daran, dass das wegen ihrem eifersüchtig Gedöns ist. Du wirst dann mal bitte die Toilette benutzen, denn du hast nämlich nicht mehr viel Zeit. Der Trevor wird heute babysitten, denn der ist noch in Elternzeit und muss erst ab Freitag wieder arbeiten. Wird sich dann einfach mal ein bisschen um seinen Sohn kümmern, während die Minty dann arbeiten ist. Aktuell essen sie, unser Trevor ist wieder in Boxershorts. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Sie ist schwanger. Ah, Minty, stopp, stopp, nicht doppelte Geschwindigkeit. Ich will doch W drücken und nicht. Oh mein Gott. Sie ist schwanger. Minty, du bekommst dein zweites Baby. Musste dem Trevor direkt sagen, sag, Schatz, ich kann es nicht glauben, aber ich bin wieder schwanger. Können wir ihm jetzt Schwangerschaft verkünden? Machen wir das mal und dann gucken wir mal, wie er reagiert. Ja, sie ist wieder schwanger. Es passt doch voll gut. Dann sind die beiden Kleinkinder zusammen. Ja, ich weiß, du musst ganz dringend auf Toilette. Ja, dann schnell. Schnell. Los, los, los. Und dann kannst du dem Trevor deine Schwangerschaft verkünden. Sag, Trevor, ich bin wieder schwanger. Wir kriegen unser zweites Baby oder unser drittes. Was ist hier los, Goldie, Schatz? Dir geht's soweit gut. Okay. Trevor schickt euch jetzt mal Gassi. Ihr könnt heute einen ganz langen Spaziergang machen mit der Tina. Wollen wir machen einfach mal einen Spaziergang mit der Tina zusammen. Mini, sag deinem Schatz jetzt mal, hier Schatz, ich bin schwanger. Wir bekommen noch ein Baby oder zwei Babys. Babyweiche Haut. Und Trevor? Nachwuchs in der Familie. Trevor und seine Partnerin werden ein Kind bekommen, so viel Verantwortung, die hinzukommen, aber sie kriegen das schon irgendwie hin. Was beleidigendes Sicht, ich glaube, ihr spinnt ein bisschen. Leute, benehmt euch bitte. Ja, voll cool, ist die Minty einfach schwanger, kriegt ihr zweites Baby. Sie ist auf jeden Fall, so wie ich das jetzt vermute, nicht schwanger durch ein Alien. Trevor? Du kannst das mal welche machen in die Waschwanne. Und ich finde es einfach so krass. So, wir sind bald auf der Arbeit. Dauert nicht mehr lange. Was machst du? Gehst jetzt zu deinem Sohnemann.
Was machst du jetzt? Spielen. Nee, es wird nicht im Dreck gespielt, sag mal. Du kannst mal mit deinem Schatz noch mal reden. Sag, Mama geht jetzt auf die Arbeit. Gleich. Der Papa ist bei dir. Du brauchst keine Angst haben. Und Mama kommt dann gleich wieder, wenn sie fertig ist mit Arbeiten. Gell? So machen wir das. Voll süß. Oh, die Mimi ist auch schwanger. Ich kann es immer noch nicht so glauben. Wie schön, wie schön. So, gleich geht's los auf die Arbeit. Sag bis später, mein Kupi. Wir gehen natürlich wieder mit auf die Arbeit, dass das alles ein bisschen spannend natürlich bleibt. Ich finde es aber super cool, dass wir Stranger jetzt gerettet haben, sag ich mal. Dass die Mindy einfach wieder schwanger ist. Und dass wir gestern sogar einfach von den Vampiren entführt worden sind. Oh mein Gott, von den Aliens nochmal entführt worden sind. Das fand ich auch voll cool. Ich habe nur die Musik gehört, weil ich mit dem Trevor mit dem Pongo joggen war. Und dachte mir nur so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ah, das war schon sehr cool. Tägliches Experimentieren. So. Wähle Gedankenkontrolle, Froststrahl oder transformiere an einem Sim außerhalb des Labors. Hast du ihn verbessert? Super. Und dann musst du jemanden putzen lassen. Schau mal. Das machen wir doch mal direkt. Gedankenkontrolle. Säubern. Und jemand außerhalb vom Labor. Ich teste jetzt einfach mal an unserer Janet, ob das funktioniert. Und? Nee. Hat nicht funktioniert. Dann kannst du sie bitte mal aufbrechen. Sie muss ja jetzt nicht die ganze Zeit hier eingefroren sein. Moment. Mal gucken, ob das jetzt geholfen hat. Keine Ahnung. Wie gesagt, die Pflanzen haben ja aktuell alle einen kleinen Bug. Was möchtest du jetzt? Ball kicken. Hallo? Da ist noch jemand. Level hat. Level 10er Fitnessfähigkeit. Trevor. Fähigkeiten aufbauen. Erziehung. Bitte. So, Mini, schwing mal deinen hübschen Babybauch zur Harley. Trevor hat Geld mit nach Hause gebracht. Sehr gut. So, Harley, Kuckuck, hier bin ich. Und die Larissa, die war, glaube ich, hier, gell? Sie heißt doch Larissa. Nee, Clarissa heißt sie. Und? Hierhin teleportieren. So, dann bitte einmal sie noch. Und dann haben wir nämlich das mit dem Outfit schon mal. Nur Touristen halt nicht. Können wir die das damit machen, dass welche kommen? Kann das sein? Oh, die reden mit ihr. Wow. Okay. Oder war das das hier? Ich kenne mich mit dem Ding nicht so aus. Wird jetzt nicht Ball gespielt. Komm. Wir wollen ein bisschen hier was erleben. Wiu, wiu. Und jetzt? Kommen Aliens? Wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Mist. Ihr wisst schon wen. Unser männlicher Laborassistent. Vincent, jetzt habe ich seinen Namen. Tiefgründiges Gespräch mit Anna Huntington. Wo ist denn mein Self-Sim? Hello? Mini, wo ist mein Self-Sim? Wo hat's den denn hingeschlagen? Steht hier war eine Toilette rum, die wir transformiert haben. Ah. Mini, komm, wir versuchen mal so ein paar Sachen hier. Objekte zu transformieren. Vielleicht zählt es ja auch hier rein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir testen es.
Wir testen es. Mini, passt auf, dass du nirgends runterfällst. Gell, das sieht so cool aus. Und, hat es geklappt? Nö. Transformier es nochmal. Vielleicht geht es dann zurück. Nö. Ach Mensch, wo ist denn unsere Rakete? Dann machen wir das anders, Mindy. Du darfst jetzt einfach an der Rakete bauen. Und dafür werde ich ihr um 18 Uhr dieses Gespräch entfernen, beziehungsweise oder dieses Serum, ich meine, wir keine Erdbeer haben. Denn ich weiß nicht, wo mein Safe-Sim ist. Keine Ahnung, ich finde die nicht. Sie ist irgendwie verschwunden. Da ist die Janet. Auf jeden Fall baut sie jetzt mal ein bisschen einfach. Das handhabe das jetzt so einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist für dich okay, aber ich weiß nicht, wo mein Self-Sim ist. Mittlerweile kenne ich mich eigentlich so ein bisschen aus in diesem Gebäude. Aber nö. Mini, dann auf. Wir haben hier Geburten. Wow. Erwin, hallo und willkommen in der Gruppe Scherzkekse. Über die übrigens recht eine Versammlung herbeizurufen. Mein Super. Okay. Aber jetzt nicht, Erwin. Wir sind gerade am Bauen und auf der Arbeit. 18 Uhr, Mini. Ich glaube, ich werde ihr dann doch das tiefgründige Gespräch wegmachen, weil ich würde dieses Serum gerne, sehr gerne herstellen. Und wenn diese Rakete fertig ist, möchte ich mit der Minty, mit dieser Rakete, ins Weltall fliegen. So, Mini. Ich mache gleich das Gespräch weg um 18.30 Uhr. Dann kannst du noch auf Toilette gehen. Und dann ist Feierabend für heute. So. Ich hoffe, das ist für euch okay. Aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo mein Self-Sub ist. Er ist verschwunden. Ich habe keine Gäste da und ich habe keine Erdbeer. Alles ein bisschen blöd. So, Mini, hör mal bitte auf zu bauen und komm mal hierher. Mini, weißt du, was ich mit dir jetzt mal gerade mache? Ich durchsuche mal Blobsy. Ich hätte nämlich gerne einen Strampler. Aber ich finde keinen. Ey, das ist doch nicht normal, bitte. Whee! Trevor, wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Zu Hause, zu Hause, zu Hause. So, da sind wir. So. Wie geht's in unseren Hunden? Den geht's soweit gut. Das freut mich. Schau mal, Mini, dann kannst du dem Pongo gerade mal eine Umarmung schenken. Du kannst ihn mal streicheln. Sag, hallo, mein Schatz, ich bin wieder zu Hause. Dann würde ich sagen, kannst du das bei der Goldie auch mal machen? Ne, Pongo, machst du jetzt auch Heier? Das ist doch schön. Dann mach dir mal Heier. Unser Super-Dad kümmert sich um unseren kleinen Cooper, der bald Geburtstag hat. Voll schön. Dann werden wir ein paar Freunde einladen. Nicht viel, aber nur so ein paar. Und dann werden wir seinen Geburtstag feiern. So, und einmal die Stinky-Winkel. Stinky-Windel wechseln. Los, Stinky-Windel. Mini, wenn du dann gleich fertig bist, fahren wir aber, gell? So. Ein Taxi, bitte. Komplett alleine. Ich hoffe, der Erwin hat seinen Stand noch offen, sonst würden wir jetzt umsonst hinfahren. Kuriositäten verkaufen, Kleidung verkaufen. Ach so, Kleidung kaufen. Guck mal, hierher geradelt. Können wir dem Erwin nichts verkaufen? Hey, wir haben doch Beweise. Wir haben hier noch zwei Impfstoffe, wir haben noch Sporen, wir haben unseren Anzug noch, wir haben dieses komische Infektionsscan-Gerät. Wir können ihm aber nichts verkaufen, das finde ich aber jetzt echt ein bisschen blöd. Militär und die Garde ist hier. Werden wir... Ah, der David! Hallo, David! Wen haben wir hier noch? Yuki. Dann würde ich sagen... Sind wir einfach mal ein bisschen schabernacktig und sind einfach mal ein bisschen filmisch drauf und werden einfach jetzt mal... Stopp, dein Fahrrad! Wir sind jetzt einfach mal ein bisschen schelmisch und machen hier mal ein bisschen mit dem Froststrahl ein bisschen was. Wen haben wir hier? Da ist der Jordan Dempsey. Den können wir auch mal Froststrahlen.
Ich hoffe, dass das alles ein bisschen... Und da ist der Tina, ihren Mann! Oh, unser Ruf geht dadurch runter. Unser Ruf. Oh, öffentliches Ansehen. Aber okay, ist noch im positiven Bereich. Hallo, Flinny. Pack bitte dein Fahrrad ein. Los. Dich frosten wir noch. Schaut mal, da ist der Tarek. Und da ist die Christa. Christa ist beim Militär beigetreten. Woo, Christa. Wie cool. Christa ist ins Militär. Da ist die Zoe Modista. Die dürfen wir auch noch froststrahlen. Geht es denn in Schelm rein? Ich glaube nicht. Wobei, das sind Militärleute. Wen haben wir hier? Können wir irgendwas Lustiges machen? Unfugmäßig natürlich. Wo ist es denn? Gemein? Lustig? Stell ich mal lustig vor. Wir müssen ja hier ein bisschen schelmisch aktiv sein. Auf, komm. Habt ihr euch jetzt vorgestellt? Sehr gut. Kannst du jetzt zu ihr ein bisschen schelmisch sein? Also mit dem Schelm bin ich noch nicht so auf einer Wellenlänge. Da habe ich leider noch nicht so den großen Plan. Wir reisen auf jeden Fall jetzt nach Hause und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Tag. Ich gucke mal, wie weit ich in den Tag reinspiele, vielleicht bis wir kurz zur Arbeit müssen. Sonst wird das, glaube ich, alles ein bisschen zu lang, da ich ja das Tempo jetzt immer so ein bisschen Stück für Stück rausnehme. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir vorankommen. Hallo, wir sind wieder zu Hause. Seid ihr alle okay? Geht's euch gut? Was hast du denn hier? Wird mir nicht angezeigt. Du bist immer noch schwanger, das ist gut. Gut, dann hier bitte. Verwenden. Eine schöne Dusche nehmen, dann putzt du deine Zähne. Ich stelle in der Zeit mal was raus auf den Tisch. Tut mir leid für die Kehrmaschine. Bei uns ist direkt eine Baustelle vor der Wohnung, leider. Und dann darfst du schlafen gehen. Trevor, wie geht es dir? Was machst du dir denn da Leckeres? Burger, oder? Ja, Hamburger. Du hast hier so ein Kickerchenhaufen in deinem Inventar. Lecker. Hast du dein Rad eingepackt? Ja, okay, sehr gut. Ja, gut. Ich bin überlegen, ob ich die Strangerville-Sachen jetzt einfach so verkaufe. Die Sachen halt, die wir nicht brauchen, natürlich, das verkaufen wir. Das. Wobei, wir lassen die mal da, aber wir könnten den Impfstoff verkaufen. Die bizarren Früchte. Machen wir mal 4 Stück. Brauchen ja nicht alle. Die Sporenhaufen. Dann würde ich das Ding verkaufen. Den Anzug. Ja, machen wir es so. Die Karte behalten wir mal, falls wir aus irgendeinem Grund nochmal ins Labor müssten. Dass ich da trotzdem... Trevor, was hast du in deinem Inventar? Nee, du hast nichts in deinem Inventar. Aber das sind doch Erdbeeren, oder? Doch, hier Erdbeeren. Ich muss mich dran erinnern, Erdbeeren zu ernten, sobald hier die Erdbeeren hängen. Okay. Gut, ich werde die jetzt noch ein bisschen versorgen. Unsere Gärtnerin ist immer noch da. Trevor, kannst du ihr mal ein Trinkgeld geben? Und dann kannst du deine Burger fortsetzen. Wie gesagt, ich versorge die zwei jetzt noch und dann dürfen die schlafen. Und wir sehen uns dann, sobald die wieder wach sind. Und wir werden dann direkt mal ein paar Erdbeeren mit auf die Arbeit nehmen, dass wir dieses eine Gemisch dann uns mischen können. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, der Trevor ist gerade auf die Arbeit gegangen. Die Mindy und der kleine Cooper sind noch am Schlafen. Heute ist Freitag und morgen hat unser Coopy Geburtstag. Ich bin so gespannt. Ja, unser Bad sieht wieder aus, als hätte eine Wäschebombe eingeschlagen. Wenn die Mindy dann wach ist, habe ich schon überlegt... Was? Was? Das Hausmädchen? Was? Alles klar? Okay, oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch eine Haushaltshilfe. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein Kindermädchen. Service engagieren. Und dann kaufen wir einen
Kindersitter-Service, genau, Mini. So, du darfst noch bis 9 Uhr ungefähr schlafen, danach wecke ich dich. Denn unser Cooper ist ja dann knapp 2 Stunden allein. Der Trevor kommt ja erst um 12 Uhr wieder. Und ich möchte nicht, dass der unbedingt alleine ist, nur noch nicht zur Kinderpflege oder Kindestagesgedöns geht. So, Mini, aufstehen, Service engagieren. Und dann kannst du das. 9:50 Uhr wird er da sein. Okay. Ihr seid schön brav. Müsst ihr mal, ihr zwei? Euch geht's noch so weit. Guter Trevor, was ist das? Verängstigt. Okay. Trevor, was ist hier los? So. Oh, da ist ein Strampler! Oh ja, einen Orange, einen Gelb und einen Graublauen. Ja. Die kaufen wir jetzt. Und sind die jetzt bei uns im Inventar? Ja, sie sind bei uns im Inventar. Hihi. Kupi, wo willst du denn mit deinem Fahrrad schon wieder hin, Süße? Du musst nicht Fahrrad fahren. Bitte, steig ab. Da ist mein Self-Sim. Schaut mal. Da bin ich. Du darfst dann auch Mittag machen. Und da ist die Harley und die Clarissa. Die Clarissa darf dann noch Mittag machen. Bitte schön. So. Und jetzt in doppelter Geschwindigkeit düsen wir hier durch, machen unsere Arbeit und können der Mindy ein bisschen zuschauen. Wir haben endlich Trampler bekommen. Die bekommt unser Kupi direkt an. Unser kleiner Kupi. Trevor ist arbeiten. Der darf mal. Schwimmer beeindrucken, verringert die Arbeitsfähigkeit. Logan, sorry, ich möchte hier gucken, was er. Machen wir das mal. Unser Kupi ist auf jeden Fall zu Hause. Heißt, unsere Nanny passt gut auf ihn auf. Mini auf. Zack, zack. Erfind mal die Schwebelampe. Einen Sim-Synthetik-Nahrung geben. Okay, Minty. Ich würde sagen, wir gehen erst hier oben hin, um die Aliens dann zu kontaktieren. Ja, da ist eine Toilette. Oder auch nicht. Aliens kontaktieren hier, bitteschön. Subi, perfekt. Und dann machen wir die Stadt wieder zur Tanzparty. Komm, wir machen einfach mal die Tanzparty. Mal gucken, was da dann so passiert. Ui, sie sind lila Strahl. Jetzt sind sie alle in Tanzmodus-Laune, oder was? Okay. In Kistenberg transformieren. So. Synthetik-Dingsbums mischen. Synthetik-Nahrung. Na komm, ich hoffe, das wird ein Erfolg, dieses Getränk. Dass das nicht wieder, ja, nicht gut verläuft. Ich kenne Mindy, die bringt diese Getränke gern mal zur Explosion. So wie jetzt gerade. Ne, Mini? Geschafft. Perfekt. Und jetzt müssen wir das jemandem geben. Pack's mal ein. Und wir suchen mal unsere Sims. Wo sind die denn? Juhu! Sehr schön. Clarissa. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Wir sollen sie im Auge behalten. Wow, Janet. Das sieht sogar gar nicht schlecht aus. Wir haben einen Urlaubstag bekommen. Voll cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist doch schön. Und der nächste Arbeitstag ist vorbei. Was wir jetzt noch machen, bevor ich diese Folge beende, wir werden dem Cooper einen schönen Strampler anziehen. Ich glaube, der kriegt den blauen Strampler. Würde ich jetzt so spontan sagen. Hallo Trevor. Hat es gerade geschneit? Oh mein Gott, es ist schneit. Es schneit. Ihr wollt mich doch verarschen. Es schneit. Oh, ich dachte bloß, der Cooper kriegt, hat Geburtstag, wenn es schneit. Das wäre ja krass. So, Mini. Du darfst dem Kupi direkt den blauen Strampler anziehen. Mini, nimm uns mit. Wir wollen doch zusehen, wie der kleine Cooper jetzt aussieht in seinem Strambler. Ihr Nuwuwu, sag, guck mal. Oh mein Gott, wie süß. Voll süß. Was?
Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Macht ein Baby. Bist du sicher, dass du dich dafür bereit, dass du dabei bist? Du als Mutter, mach dein Baby. Wie geil. Naja, ich glaube, ja, vielleicht danke für deinen Rat. Wir werden ein Baby bekommen. Okay, voll cool. Sind wir zwei Schwangere auf der Arbeit, wenn es geklappt hat. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir haben einiges erlebt. Der Erwin schreibt uns schon wieder. Unsere Kindersitterin hat sich gut um unseren Kupi gekümmert. Der Cooper wird morgen Geburtstag haben. Der Trevor muss zwar arbeiten, aber das ist ja nicht schlimm. Der Trevor ist ja nämlich um 12 Uhr zurück. Heißt, wir werden so gegen 1 Uhr dann den Geburtstag feiern. Ich denke mal, wir werden direkt mit dem Geburtstag starten und werden den Geburtstag unseres kleinen Kupis feiern. Ich freue mich schon sehr. Hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Unsere Goldie ist leider nicht trächtig. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich muss dem auf den Grund gehen, warum das nicht so funktioniert. Wenn nicht, ist es halt nicht schlimm. Irgendwann möchte ich aber halt zumindest einmal Nachwuchs von den beiden. Denn die nächste Generation soll bitte von den beiden, unseren beiden Hunden, einen Welpen mit in die nächste Generation nehmen. Deshalb, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Tschüss!